Ich könnte auch das Arcanium vielleicht da platzieren. Ja, Materialien haben wir noch Platz. Kommt eigentlich jemand und holt die ab hier? Ja, die holt jemand ab. Gut. Ah, das sind ein paar Fehlmaterialien. Ich glaube, ich baue davon schon mal die nächste Vorratskammer. So. Weil jetzt werden gleich nochmal 70 gelagert, 50 gelagert. Da sind wir auf 70. Genau. Und wenn wir auf 75 sind, dann baue ich gleich das Arcanium. Nämlich jetzt gleich dann. Kann ich das auch hier hinsetzen irgendwie? Nein, da drin kann ich es leider nicht pflanzen. Da unten will ich es nicht hinpflanzen. Also kommt es hier oben irgendwo hin. Ja, einfach hier so hin. So. Aber wir haben genug Schätze für den nächsten Trupp. Und ich kann Dunkelzwerge freischalten. Sehr schön. Gut, für Dunkelzwerge brauche ich erstmal mehr Material. Es fehlen noch wie viel? Ah, wir haben schon die maximale Anzahl an Helden gefoltert. So, ich habe genug für den Dunkelzwerg. Dunkelzwerg. Ein Oculus. Und vielleicht ein Höllenhund. Oder nee, noch ein Dunkelzwerg. So, Oculus, Dunkelzwerg. Aus dem Squad hier kann der Kobold raus. Dann kommt hier der Dunkelzwerg rein. So, trainieren. Und Trupp 3. Auch trainieren. So. Gut, Trupp 1 kann man von dem der Position aus weg. Materialien. Wir brauchen viel mehr Materialien, dass ich die mal upgrade. Also zieht Trupp 1 mal wieder los. So. Dann haben wir Materialien. Dann kann ich mal meine ganzen Leute ausrüsten, meine drei Squads. Und dann boxen wir die Helden hier tot. Du bist eine Jägerin. Hast du eigentlich auch solche Hörner? Ja, hast du. Das ist mir das erste Mal aufgefallen in der Zwischensequenz. Aber ich glaube, das ist nur ein Stirnreif. Die hat nicht wirklich Hörner. Zauberer hoch 11. Jägerin hoch 11. Druidin würde besser passen mit der Sichel. Ja, die sind alle eigentlich halb so wild. So, verpassen wir denen hier erstmal Rüstungen. Und dir eine Waffe. So. Ah, dann kann ich mal wieder Pilze umwandeln. Und kann noch mehr Leuten Waffen verpassen. Vor allem meine beiden Dunkelzwergen. So. Wenn da die Materialien eingetroffen sind, kann ich den Rest mit Waffen ausrüsten eigentlich. Oh, ach ja, ich kann die beiden Imps hier abziehen. Stehen noch mehr unnötige Imps rum. Kann ich die beiden nämlich schon mal dahin schicken. Hier stehen drei unnötige Imps rum. So. Und ich habe, glaube ich, das Arcanum nicht besetzt. Ja. Und ich habe... Ach doch, ich habe noch einen freien Ebo, um das Arcanum zu besetzen. Sehr gut. Die beiden sind auch miteinander beschäftigt. Jetzt habe ich aber keine Imps mehr zum Opfern. Ne, ihr kommt. Ja. Ihr kommt mal alle drei hierher. Ja, ich weiß, dass du böse bist.
So. Opfern, opfern, opfern. Ball hierher porten. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Dann kann er hier gleich Ersatz erschaffen zum Beschwören helfen. So. Oh, und unsere erste kostenlose Einheit, ein Skelett. So, Squads hierher. Und Durchbruch. Ich glaube, ich helfe mal mit einer Heilaura nach. Aber hey, das sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Die prügeln sich da oben mal. Währenddessen schalte ich den nächsten Squad frei. Die unsere kostenlosen Einheiten. Okay, die erste Jägerin kommt gleich um die Ecke. Ja, da ist eine Jägerin. Ach, sie dreht wieder um. Gut, dann kümmern wir uns erst um die obere Jägerin. Jo. Und ich denke mal, ich ziehe mal kurz für die Dauer dieses Gemetzels die Imps vom Beten ab. Wir haben ja schon mal zwei kostenlose Einheiten. Damit wir die ganzen Materialien, die ich jetzt hier gerade ergatter, zwischenlagern können. Ach ja, und einen Höllenhund muss ich beschwören. Einen Höllenhund. Und jetzt müssen die hier noch weg. Ach, die müssen die jetzt kommen. So. Ah, was beschwere ich mich? Sind noch mehr Materialien. So, ich brauche noch ein Okkuli für diesen Trupp hier. So, 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 teleportieren. Gut. Hey, mein Dungeon ist heldenfrei. Hier runter und dann geht's jetzt ab ins Schloss. Sobald hier alles geregelt ist, natürlich. Gut. Erst einmal dem Höllenhund nur eine Rüstung verpassen. Ja, es liegt hier noch einer rum. So. Erste Schatzkammer ist ready. Beziehungsweise zweite Schatzkammer. 15 Punkte. Ich brauche eigentlich nur noch für die beiden Punkte. Wo könnte ich noch Punkte reinstecken? Zwei Einheiten wird mir ein DC-Point bringen. Erstmal gucken, was ich noch zusammenkratzen kann. Vier. Zwei habe ich. Vier macht sechs. Macht acht. Macht neun. Macht zehn. Elf, zwölf. 13. Mach 13 und ich brauche 11. 11. Hey. Stufe 3 Trupp. Räume und so weiter.
grade ich erstmal die Jungs hier ab. Ich könnte, wenn ich die beiden nehme, 4, könnte ich noch das hier kriegen. Das ist ein Punkt mehr. Wäre ich bei 14, oder? 4. 5. Ah, ich habe jetzt schon 4. Ja, lass mich mal. Was für eine kostenlose Einheit habe ich gekriegt? Ah, ein Höllenhund. Okay. Out of the pit. Ball. Kann jetzt erstmal dahin. Du kannst hier beim Beten helfen. So, hier beim Beten helfen. Wo sind noch welche hier? Ihr helft auch mal beim Beten. Da seid ihr zu viert. Oh, ein Ball kann noch 2 beschwören. So, jetzt lass mich nochmal zählen, wie ich das machen kann. 4 habe ich. Hier kriege ich nochmal 4, macht 8. Hier könnte ich 2 ergattern. Hm. Maskottchen wären auch nicht schlecht. Gucken wir erstmal, welche ich auf jeden Fall kriegen kann. 4. Damit habe ich die beiden abgedeckt mit denen hier. Hier kann ich einen kriegen. Hier kann ich 2 kriegen. Damit hätte ich schon mal die 3 abgedeckt. Und hier könnte ich auch noch mal 3 kriegen. Da könnte ich die Kreaturen. Schwierig. Ich könnte natürlich auch noch andere Einheiten freischalten. Wie viele Punkte krieg ich? Ich bräuchte dann 12 Punkte, oder? 12, 15 Punkte mit dem Fallen. Ball übrigens mal kurz wieder hier. What's the point anyways? Bring mir mal ein paar Sprenghühnchen an den Start. So. Das heißt, 3 hier. Von 15, die ich brauche. 5 habe ich, also brauche ich noch 10. 3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10. Das würde spitze aufgehen, würde ich die beiden Einheiten noch freischalten. Oder den dicken. Ich bräuchte eigentlich... Nein, ich brauche 2 Einheiten. Also bräuchte ich die beiden Einheiten noch. Obwohl, sind Maskottchen nicht eigentlich besser? Ich glaube, Maskottchen sind besser, ja. Also jetzt erstmal fallen. So. Fallen. So, dann bauen wir mal Fallen auf. Giftfalle. Giftfalle, einen Quetscher. Und einen weiteren Quetscher, den nicht gebaut wurde. Jetzt wurde er gebaut. Übrigens kann ich Trupp 1 und Trupp 2 nochmal losschicken. Ach, na doch, schicken wir Trupp 2 mal dahin. Ich glaube, ich brauche sollte erst meinen letzten Trupp haben, bevor ich... Ach nee, ich kann mit Bal ja mal kurz reinspicken. Hallo. Greift die Königsburg an. Ja, ich sollte meine Truppen wirklich erst kampfbereit machen. I feel the need to feed. Heroes are entering your dungeon. So, wie sieht's mit dem DSC für Fallen aus? Die Hühnchen hat's gerade getoastet. Und die sind alle weg. Gut. Dann kann ich jetzt den Zermatscher hier hinten dran pflanzen. Für doch einen Zermatscher habe ich nicht genug.